Wir stehen hier im Osterroder Stadtwald, etwas unterhalb der Feenhöhe. Soweit das Auge reicht, sehen wir hinter uns nur abgestorbene Fichten oder bereits kahlgeschlagene Flächen. Diese Fichten sind alle in den vergangenen zwei Sommern aufgrund von Dürre und Borkenkäferbefall abgestorben. Jetzt stehen wir als Stadtrat und als SPD-Fraktion vor der Aufgabe, was machen wir mit diesen Flächen? Dass wir sie wieder aufforsten müssen, ist klar. Wir brauchen unseren Wald als CO2-Speicher, wir brauchen ihn für die Biodiversität und vielleicht brauchen wir ihn auch in einigen Jahrzehnten wieder als Ertragsbringer für unseren städtischen Haushalt. Neben den forstwirtschaftlichen Entscheidungen, die wir als Stadtrat treffen müssen, möchten wir auch Sie, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Osterode am Harz, mitnehmen. Ein erster Schritt dazu ist die Wiederaufforstungsaktion, die derzeit dort unten am Blinden Kuhheim stattfindet. Als SPD-Fraktion wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und werden in der nächsten Ratssitzung einen Antrag einbringen, dass genau an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, ein Informationspunkt entsteht, an dem Sie sich heute und in den kommenden Jahren darüber informieren können, wie es mit dem Wald vorangeht. Abgesehen davon ist es auch ein wunderbarer Blick von hier oben auf unsere schöne Stadt Osterode am Harz. Und ich bin mir sicher, es wird über viele Jahre interessant sein, hierher zu kommen und zu sehen, wie sich unser Wald entwickelt.